Rolando Villazón ist einer der vielseitigsten Künstler unserer Zeit. Unter anderem ist er ein berühmter Tenor, ein Regisseur und Schriftsteller. Die Fledermaus ist seine 6. Inszenierung. Musiker war bei der Klavierprobe dabei und durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen. I like to give my colleagues, the singers, a stage. Ich zeige meinen Kollegen, den Sängern, als Regisseur gerne einen Weg, klare Linien, sodass sie genau wissen, wo sie stehen müssen, welche Bewegungen sie machen müssen, was der Grund dafür ist. Das gibt ihnen den Rahmen und die Geografie, die Bewegungen, die Choreografie, die dem Sänger erlaubt, frei zu sein. Erstmal muss ich sagen, dass mit Rolando arbeiten erstmal ein Traum war, weil ich kenne ihn natürlich, als ich angefangen habe zu singen, war er schon eigentlich ein Weltstar, und dass man mit diesem Mann dann irgendwie live arbeiten kann, das war erstmal 3 Tage habe ich gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt muss ich aber auch wirklich arbeiten, jetzt reicht es nicht so zu schauen. Ich finde total, dass das hilft. Dass man das merkt einfach an seinem liebevollen Umgang mit uns, dass er nie über so eine gewisse Grenze hinausgeht, wenn er merkt, so, oh, ich kann den jetzt nicht nochmal strapazieren, dann lässt er die Leute auch nach Hause gehen, oder spürt, wenn jemand einfach mal umarmt werden muss oder einfach mal ein Lob braucht oder so. Also da hat er ein tolles Gespür. Weiß, was Sänger wichtig finden. Also er kam unglaublich vorbereitet und wusste, was er wollte. Gleichzeitig hat er das dann so vermitteln können, dass man als Sänger fast den Eindruck kriegt, dass man es selbst erfunden hat. Und ich glaube, dass diese doppelte Ebene, dass die sehr, sehr wichtig ist, und er hat das unglaublich gut drauf. Die Proben sind eine anstrengende, wunderbare Zeit. 15 Stunden täglich, in denen man denkt, verändert, die Energie fühlt, die Ideen der Darsteller aufnimmt, sodass man immer mehr loslassen kann. Je näher die Premiere rückt, desto mehr entfernt sich der Regisseur davon.